Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sonja Ariel von Staden mit ein paar aktuellen Infos. Wir hatten diese Woche schon, in der Mitte der Woche, zwei ziemlich intensive Sonnensturmtage. Und diejenigen von euch, die mich kennen, wissen, das ist für mich immer ein Indiz, dass es auf der Welt Bewegung gibt, dass etwas in Bewegung kommt. Sonnensturmzeiten sind vor allen Dingen für die Gefühle super intensiv, ja, vor allen Dingen für das Herz. Der Verstand samt Ego hat Phasen, wo er dann übertreibt, wo er ausflippt. Und ich hatte ja vor ein paar Tagen erst das Video gemacht, Go with the Flow, Hingabe üben. Diese Zeiten sind super wichtig für uns, weil sie immer wieder Grenzen sprengen. Und sie machen darauf aufmerksam, wo wir uns noch total begrenzen, wo wir uns im Kopf, im Geist, im Bewusstsein, also ich unterscheide da schon zwischen, aber natürlich auch im Herzen fühlen, wie wir uns in unserem Körper fühlen, wo wir uns noch Begrenzungen auferlegen. Falls euch das interessiert, also schaut euch einmal dieses Video zum Go with the Flow an, ich verlinke es hier oben. Und falls euch das interessiert, ich habe sehr, sehr viele intensive Erfahrungen gerade in den letzten 2 Jahren gemacht, aber aktuell auch zum Thema, wenn ich mein Herz öffne und mich hingebe an die Liebe, an die Gefühle, zu einem Menschen, ob das zu einer neuen Freundschaft ist oder zu einer neuen Partnerschaft ist, kann ja eine Menge passieren. Und aktuell erleben das ganz viele Menschen. Wir sind eben auf diesem Weg der Veränderung. Die Herzaktivierung ist ganz, ganz, ganz enorm. Auch dazu habe ich ein Video aufgenommen. Auch das verlinke ich euch hier oben. Und natürlich findet ihr auch zusätzliche Infos, wenn sie mir in den Sinn kommen, unten in der Infobeschreibung, in der Videobeschreibung. Wenn ihr daran Interesse habt, dass ich mal ein Video dazu mache, wie man mit Herzensangelegenheiten, vor allen Dingen eben mit dieser Phase von Herzöffnung, annehmen, ins Leben lassen und dann wieder Trennung umgeht, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Aktuell ist immer noch eben diese Herzwelle aktiv, so spüre ich es. Dadurch, dass sie durch viele Faktoren eben noch potenziert wird, unter anderem durch das verrückte Wetter. Ich hatte heute wieder ein Gespräch mit einem Freund und er sagte auch, es sollte mal jemand das kleine Kind von der Wettermaschine wegnehmen. An, aus, heiß, kalt, es ist schon speziell. Dann kommen die Sonnenstürme, die Schumann-Frequenz hat auch große Amplituden hoch, sanft, hoch, sanft. Und das alles macht ja etwas mit uns. Wenn wir uns liebend und liebevoll dieser Energie hingeben, ich habe es schon oft gesagt, diejenigen, die mich schon lange begleiten, hören jetzt nichts Neues. Und dann deshalb trotzdem nochmal erinnern, aber auch an diejenigen, die das noch nicht wissen und kennen, je mehr wir uns weich machen, je mehr wir die inneren Gefängnisse öffnen, Energien, die wir weggesperrt haben, aus Verletzungen, aus Schmerzen heraus, Traumata, je mehr wir das befreien, auflösen und transformieren, desto weicher werden wir, desto mehr entfernen wir von diesem starren Gefängnis unserer Familienenergie, unserer Glaubensmuster, der Gesellschaft, die uns auch festhält, dann können wir immer besser mitfließen mit der Welle. Und jede Welle nährt uns. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, warum ich überhaupt diese Videos mache. Das verlinke ich euch auch hier oben. Ja. Weil ich das Gefühl habe, ich möchte darauf aufmerksam machen, dass jetzt gerade wieder ein bestimmtes Thema ansteht. Und wenn ihr euch darauf einlasst, wenn ihr die Energie einladet, euch zu unterstützen, euer System wirklich liebend,
vorwärts zu bringen, eben die Verkrustungen aufzuknacken, damit es noch leichter. Ich hatte gerade ein fantastisches Potenzialgespräch mit einer ganz tollen Frau und wir haben darüber gesprochen, dass eben jetzt gerade die Zeit ist, abzutauchen in die Tiefe, zu schauen, wo kann ich noch etwas befreien, um dann eben auch neue Wege zu gehen, um mehr Klarheit zu haben, um wirklich besser durch das Nadelöhr des Aufstiegs zu passen. Ihr Lieben, dieses Nadelöhr ist im Endeffekt schon oft da gewesen. Ich habe das sogar, meine ich jedenfalls, vor Jahren schon mal als Bild in einem meiner Videos oder sogar in mehreren immer mal wieder hervorgeholt. Es gibt in der Bibel ja, ne, wenn ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, bla bla bla. Bestimmt gibt es jemanden, der den Spruch gut kennt. Könnt ihr gerne unten reinschreiben in die Kommentare. Wenn wir also jetzt durch das nächste Nadelöhr wollen, bedeutet also, wenn wir auf die nächste große Ebene des Aufstiegs kommen wollen, wir sind mittendrin und es geht noch weiter, wir befreien uns persönlich, aber auch global von vielen, vielen starren Strukturen, dann müssen wir da durch und wir kommen da durch, wenn wir weich sind, wenn wir wieder zu der Energie werden, die wir sind, wenn wir raus aus dieser Illusion kommen, dass wir starre, feste Materie sind. Dann flutschen wir durch das Nadelöhr, dann schweben wir da durch, dann sind wir wie, wie Luft, die jede Ritze durchdringt, wie Wasser, das immer einen Weg findet. Und es gibt ja in verschiedenen asiatischen Kampftechniken diesen Weg des Wassers, der wird gerade in Asien auch als Philosophie genutzt. Das Wasser findet immer seinen Weg. Man kann es zwar stauen, aber dann protestiert irgendwann das System. Also statt euch zu stauen, statt diese Begrenzungen aufrechtzuerhalten, was auch sehr viel Energie kostet, lasst los. Fließt mit der Energie, nutzt sie. Nutzt weiter die Herzaktivierung. Nutzt diese extreme Energie, die aus dem Kosmos mal wieder kommt. Nehmt den Ball auf, spielt ihn, statt euch davon umhauen zu lassen. Ja? Surft, reitet die Welle, statt euch von der Welle runterdrücken zu lassen. Ich werde weiter dranbleiben, ich werde weiter meine Videos für euch aufnehmen. Das sollte jetzt einfach nur mal ein schönes, weiches Motivationsvideo sein. Und wenn ihr Lust habt, dass ich mehr zur Herzaktivierung sage und wie man eben mit Herzensangelegenheit wie Verliebtsein und Trennung und all dem umgehen kann, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich habe ja eigentlich Urlaub, aber wenn ich Urlaub habe, habe ich so viel Raum für Neues, dass ich dann auch gerne mal Videos aufnehme. Dann habe ich wieder keinen Urlaub, aber es ist egal. Mein Leben macht mir Spaß mit und ohne Urlaub. In diesem Sinne ganz, ganz liebevolle Grüße aus Mallorca. Genießt eure Zeit, lasst es euch gut gehen und geht mit der Welle. In Liebe, eure Sonja Ari von Staden. Ciao!